Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, heute für euch im Programm Apokalypse. Los geht's nach dem Intro. So, da haben wir das Ding und ihr seht, das ist auf alle Fälle schon mal ein etwas größeres Paket, nicht wahr? Und ja, das System für Massenschlachten, sagt die Verpackung. Hier haben wir schon mal ein paar Raketen drauf. Und wenn wir uns dann mal das Backcover angucken, dann sehen wir auf alle Fälle schon, dass das hier auch für mehr Spieler dann quasi konzipiert ist. Oder beziehungsweise für so Freaks, die dann halt wirklich sehr, 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 sehr viele Sachen von einer Armee haben. Generell, ja, auf alle Fälle schon halt für mehrere Spieler, denke ich mal, so punktemäßig ausgelegt, es sei denn, man hat wirklich arsch viel Kram oder halt viele Punkte. Ich sag mal, Ritter sind ja nicht so viele Modelle zum Beispiel, aber halt, ne, Apokalypse schon fett. So, dann schauen wir doch einfach mal, was hier drin ist. Das hatten wir ja schon mal so ganz grob im Preview geguckt. 120-seitiges Apokalypse-Regelbuch haben wir am Start. 6 Apokalypse-Karton-Markerböden, also hier nicht die Markerchens. 300 Apokalypse-Kommando-Optionskarten, das ist natürlich ein dicker Stapel. 12 6-seitige Würfel. Und 12 12-seitige Würfel. Da kann ich gleich schon mal sagen, da gibt es auch noch ein Würfelset noch dazu zusätzlich. Da sind dann noch ein paar mehr drin. Die sind dann auch schön in diesem Apokalypse, Orange, Gelb, was auch immer das ist. Ja, eher gelblicher Ton, ne? Kosten aber auch irgendwie um die, ja, 32 Euro, 35 Euro. Ich weiß gar nicht, sowas um den Dreh. Die habe ich mir jetzt erstmal nicht gegönnt, weil Würfel theoretisch hat man ja genug zu Hause, ne? Das ist ja nur wieder die Würfelgeilheit. Und deswegen erstmal hier, sag ich mal, Sparprogramm, erstmal das Basic Set. Es gibt ja auch diese Datasheets, die sind aber auch frei runterladbar. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt für die in Frage kommenden Armeen jetzt auch noch, also das wären bei mir aktuell 3, bevor ich mir da jetzt auch noch die Datakarten für jeweils irgendwie über 30 Euro hole, ist ja wieder ein Huni verbraten. Und nee, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Und wir gucken uns das hier mal an. Dann wollen wir mal schauen, wie wir das aufmachen können. Oh, schön. Das gefällt. Das wirkt schon mal hochwertig. Geheimsache. Oh ja, dann muss ich leider die Kamera jetzt wohl ausschalten. Ui, okay. Ah, da sind die Bögen noch hinter. Ich wollte gerade sagen, 120 Seiten, ganz schön fett. So. Das riecht so schön neu. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, ne? Riecht nach neuem Spiel. Schön. So, diverses an Karten und so weiter und so fort. Hier haben wir die Würfels, nicht wahr? Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz so spannend. Aber auch schön, halt schön schwarz-weiß gehalten. Dann die W6 dazu. Das sind 12er, nicht wahr? Und schön ist auch, kann ich gleich schon mal vorweg sagen, was mir gerade auffällt spontan, dass hier so wie früher, ne, bei den Brettspielen, oder allgemein bei Brettspielen nicht wie früher, aber da kann man halt die Karten dann so schön einteilen und da reinstecken. Das finde ich schon mal ganz praktisch. Ist natürlich wieder so eine Sache für Leute, die das sleeven wollen, da wird es dann nicht passen. Aber, naja, prinzipiell schon mal gut mitgedacht. So, schicke Kiste, die man auf alle Fälle auch weiter als Aufbewahrung dafür nutzen kann. Das ist schon mal Daumen hoch Games Workshop, fein gemacht, würde ich sagen. So, das stellen wir trotz alledem mal zur Seite. Ja gut, Würfel sind jetzt nicht ganz so spannend, die werde ich jetzt einfach mal ganz stiefväterlich, mütterlich beiseite lassen. Ja, und dann haben wir halt die diversen Karten hier. Da hatten wir ja drauf geguckt, 300 Apokalypse-Kommando-Optionskarten. Das sind die Päckchen hier, die sehen dann so aus. Nicht wahr? Die Karten und das scheint dann auch irgendwie tatsächlich noch nach verschiedenen Armeen, ja, genau, irgendwie gestaffelt zu sein. Die Optionen. Ob es da auch generelle gibt, das wird sich dann in der Anleitung zeigen. Die sind jetzt, ne, nicht so spannend, dass ich sie alle einzeln vorlesen müsste oder aufmachen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten. Die sehen von hinten so aus, von vorne so. Die packen wir einfach mal an die Seite. Was uns aber natürlich brennend interessiert, ist ein Blick in das Feldhandbuch, also sprich in das Regelwerk dazu. Deswegen machen wir das einfach mal auf, würde ich sagen. So, zack. Und nochmal zack. So, schön vorsichtig hier.
aufreißen sollst du genau nicht. Das ist das gleich. Das ist nämlich Softcover, das Regelwerk. Da muss man dann mal so ein bisschen vorsichtig sein. So, gucken wir uns erstmal die Markasse an. Ich weiß zwar noch nicht, wofür die Jungs stehen, aber die machen schon mal, ja, ne? Ihr seht, von der Qualität her soll das wohl klar gehen. Auf alle Fälle schon mal gut, dass Marker dabei sind, beidseitig bedruckt. Was genau die jetzt besagen, das kann ich noch nicht sagen. Ich denke mal irgendwie Vorrücken, sonstiges. Irgendwie halt, das sind einfach die Befehlsmarker, die den Detachments zugeteilt wurden. Und ja, davon, oh, jetzt habe ich einen schon losgemacht, hier aus Versehen. Davon gibt es diverses, die werde ich mir dann schön in eine Sammelbox irgendwie packen oder halt hier in die Fächer da rein. Von der Box gut, die sind da auch dabei, finde ich gut, dass das so quasi all in one ist. Und das Buch, da können wir mal einen Tacken tiefer gehen hier mit der Kamera und dann schauen wir uns das Buch einfach mal an, würde ich sagen. So sollte das was werden, würde ich mal frei behaupten, nicht wahr? Und dann gucken wir doch einfach mal Geheimsache von hinten, auch sehr geheim, da steht gar nichts drauf, kein Backcover-Text, nur irgendwelche nicht lesbaren Informationen. Dann schauen wir mal. Hübsch. So, Licht sollte auch hoffentlich soweit klar gehen. Verrückt hast du aber bei hellem Licht zu drehen, so mit Gegenlicht. Das ist schon ein bisschen interessant. Ja, wie gesagt, schönes Bild, geht schon hier sofort gut los. Einleitung, was haben wir denn hier alles drin? Da können wir erstmal in den Inhalt gucken. Totale Vernichtung, ja, das klingt natürlich schon ein bisschen gefährlich. Einleitung haben wir dann bei der totalen Vernichtung. Was ist Apokalypse? Dann mächtige Armeen, Regeln des Krieges, das ist natürlich wichtig, ein mächtiges Heer. Ja, dann geht's, das geht bis Seite 18, ab Seite 20, also bis Seite 20, ab 20 gehen dann die Regeln los. Eine Apokalypse-Schlacht, Zusatzregeln der Zug, Initiativphase, Befehlsphase, Aktionsphase und so weiter und so fort. Dann geht das bis Seite 60. Ab Seite 60 haben wir dann Apokalypse-Missionen. Dann haben wir ab 82 Apokalypse-Kriegsgebiete. Und ab Seite 104 Armeen der Apokalypse. Ich würde sagen, wir blättern das einfach mal so ganz grob durch. Und schauen uns das an. Hier sehen wir, oh, hier sehen wir sogar so eine riesen Kriegsbestie von den Orks. Sehr schick. Ja, und hier sieht man schon, worauf die ganze Schote ausgelegt ist. Nicht wahr? Das ist auf alle Fälle schon was für mächtige, mächtige Spiele, wo man auch mal seine ganz großen, teuren Jungs rausholen kann. Und ihr seht auch schon, was für Dimensionen das hier annimmt. Ne? Das ist auf alle Fälle schon fett. Versprochen war ja, dass die ganze Geschichte dann auch relativ zügig spielbar sein soll, trotz irgendwie zigtausend Punkten. Und ja, da sieht man schon, was hier an Modellen auf dem Tisch stehen kann. Mächtige Armeen, ja, da sehen wir es. Da haben wir zum Beispiel schon 5 Knights und 4 kleine Knights, diverses an Panzern und halt, ne, was man also anstellen kann. Das wird natürlich, denke ich mal, nachher auch mehr und näher definiert, was da jetzt Sache ist. Dieses T-Shirt will ich immer noch haben, das habe ich ja schon in dem ersten Apokalypse-Video gesagt. Das sieht nämlich sehr, sehr geil aus. Mal gucken, wo es das gibt. Regeln des Krieges, ja, da wird dann so ein bisschen was dazu gesagt. Viele schöne Bilder. Den guten Mann, den kennen wir natürlich auch. Und hier sehen wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 große Knights, kleine Knights und dann noch diverse andere Modelle. Also ihr seht, in welche Richtung das hier geht. Hier haben wir das Ganze auch nochmal mit ein paar Necrons dabei. Ja, ihr wisst auf alle Fälle schon mal Bescheid, was Sache ist. Jetzt kommen wir zu den Regeln. So, da haben wir dann auch gleich die ganzen Marker aufgeklärt und so weiter. Erklärt. Einsatzregeln. Da haben wir dann halt, was dann so kommt. Dann haben wir den Zug, der teilt sich auf. Ich will das jetzt hier nicht komplett irgendwie, ne, abfotografierbar zeigen, weil ihr kennt das ja, ne, mit dem Copyright, bla bla bla. Initiativphase, Befehlsphase. Hier haben wir dann, ne, Aktionsphase und Schadensphase. Da, so teilt sich das auf. Das ist auch keine große, kein großes Geheimnis. Das wurde ja auch schon in dem Erklärvideo erklärt, was von Games Workshop selber rauskam. Nicht wahr? Transporter haben wir da, Attacken durchführen, Schadensphase, nicht wahr? Ja, Explosionsmarker kleiner, großer, so wird das hier geregelt, alles klar. Geländestücke, das wird natürlich dann auch berücksichtigt, das ist logisch. Hindernisse und so weiter und so fort. Zugbeispiel bin ich immer sehr Fan von, wenn man das noch nicht so ganz kapiert hat in der trockenen Erklärung, dann ist so ein Zugbeispiel immer ganz praktisch. Mission, ja, auch immer wichtig. Dann ganz normal, wie wir das auch von Warhammer kennen. Dann haben wir hier Datenblätter. Datenblätter sind natürlich auf alle Fälle wichtig. Dieses hier ist jetzt zum Beispiel in Deutsch.
Ich weiß, dass die zum Runterladen und die zum Kaufen im Moment nur auf Englisch gibt. Ich weiß nicht, ob das noch nachgedeutscht wird, oder ob das jetzt einfach erstmal pauschal auf Englisch bleibt und ob sich dann die einzelnen Bezeichnungen da ändern. Das und unterscheiden, das wäre natürlich wichtig. Ich gucke mal, Bezeichnung der Einheit ist B. Schlachtfeldrolle macht, was haben wir denn B, C, das ist die Zusammensetzung hier gegenüber. Ja, ne, also hier, wir sehen hier Bewegung, Kampfgeschick, BF, ballistische Fähigkeit oder Fertigkeit, aber doch immer dann Angriff, Lebenspunkte, Moral, das ist alles auf Deutsch. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Also wie gesagt, die englischen Datacards, die gibt es gratis zum Download, das finde ich schon mal sehr nett. Ob da Deutsche kommen, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Schlüsselwörter gibt es auch hier. Dann haben wir Kontingente. Und dann sehen wir hier, wie man die Kontingente zusammenstellen darf oder muss. Und die Kontingente, also die Detachments auf Englisch, die werden einzeln aktiviert und zwar alternierend mit dem Gegner. Das heißt, nicht einer aktiviert alles, sondern es wird immer ein Detachment aktiviert und dann aktiviert der Gegner sein Detachment. Das finde ich ganz cool, so wie ich das bisher verstanden habe, weil es auf alle Fälle die ganze Sache, wer kennt's nicht, bei Warhammer irgendwie der erste ist dran, ne, die Ini konnte man nicht klauen, dann rotzt er einem irgendwie gefühlt die halbe Armee vom Feld und dann ist man schon so ein bisschen traurig. So, hier haben wir wie gesagt die verschiedenen Kontingente, die man dann halt auch einzeln aktivieren kann. Da könnt ihr euch die dann schön zusammenschrauben, je nach Schlachtfeldrolle. Mein Gott, schwierig wieder. Ja, jenseits der Apokalypse, Missionen, häufige Fähigkeiten. Okay, da gibt es dann halt ein paar interessante Sachen. Fraktionsfähigkeiten gibt es auch. Da sehen wir schon, dass hier dann spezielle Armee-Sonderfähigkeiten wohl existieren. Necrons Lebensmittel, ja gut, das können wir zum Beispiel. Orks Warg, alles klar. Gut, das gibt es hier auch. Begabung des Kriegsmeisters, also nicht Kriegsherr, nicht weil der Kriegsmeister ist es hier. Mehrspielerpartien, ja wie gesagt, ne, wenn man als Normalsterblicher nicht so viele Modelle hat, die für Apokalypse nötig sind. Aber ich würde mich interessieren, wie viele Punkte man überhaupt haben sollte für Apokalypse. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob das irgendwo steht. Missionen, ja. Dann haben wir hier natürlich viele schöne Missionen. Ist natürlich klar. Da haben wir interessante Aufstellungszonen hier. Angriff bei Nacht. Zangenangriff. Der Fleischwolf. Ja, das ist dann immer was natürlich zu erklären zu den einzelnen Missionen. Das kennen wir ja schon aus dem 40k-Universum und Regelbuch. Missionsgenerator. Da kann man anscheinend hier dann das zusammenstellen. Anscheinend mit einem Würfel. Okay, alles klar, genau, da wird dann gewürfelt. Verrückt, besondere Umstände kann man auch erwürfeln. Ja, gut, dann baut man sich so nach und nach, baut man sich dann halt die Mission zusammen. Das finde ich ganz cool, sowas, weil das halt immer ein bisschen variiert dann. So, Kriegsgebiete. Nebel des Krieges, okay. Abzüge für Distanz, aha, auch interessant. Feuersturm, Kriegsgebiet, Warpsturm, aha. Also Abzüge für Distanz gibt es anscheinend auch. Imperial Start und Höhenvorteil, Straßen. Sekt Imperiales, Kriegsgebiet, Death World Forest. Also da geht es dann wieder auf die, gehen die Regeln wieder auf die Geländestücke von GW ein. Sektor Mechanicus, nicht wahr? Ja, das ist über 1, 2, 3, 4, 6 Monolithen und noch, uiuiui, ja. Ihr seht, da wird auf alle Fälle gut was aufgefahren. Wall of Martius, ja, das ist halt, ne, hier schön imperiale Armee, drei Baneblades am Start, da lacht doch das Panzerfreundeherz. Dann natürlich diverse an Orks mit drei Stampfers, fett, fett, fett. Xenos-Welt, da haben wir ein bisschen Eldari, pardon, und hier sehen wir wieder eine super geile Platte, ne? Wo auch ein wenig Zeit und Geld drin steckt, aber sehr fett. Dann gibt es natürlich wieder schöne viele Bilder hier und ja, Hammer. Kann ich nicht anders sagen, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ja, das macht natürlich was her. Wenn ich die jetzt auch noch ansatzweise gut bemalen könnte, dann wäre das natürlich auch noch schöner. Armeen der Apokalypse. Nun ist die Zeit gekommen. Folgst du dem Ruf des Imperators oder dem Gelächter der dunklen Götter? Okay. Der große Aufmarsch. Und ja, da gibt es natürlich jetzt auch, wo wir hier diese vielen Killercans gerade gesehen haben von den Orks, die allseits schon in aller Munde liegenden Armeeboxen, diese Detachment-Boxen oder wie auch immer die da heißen mögen, die liegen irgendwie bei 130 Euro, glaube ich, 130, 135, ich glaube 130, irgendwie so im Dreh. Und da gibt es dann halt irgendwie diverses an
meist relativ schweren Einheiten. Zum Beispiel in Orks sind diverse Kens und Deathdreads drin, also hier, ne, das so ein Stück hier ist quasi so eine Box. Ist eine Preisersparnis, zum Beispiel, ja, ist aber auch für Leute, die noch gar nichts davon haben, ist das so für ein normales 40k-Spiel so ein bisschen mehr, weil die Einheiten von der Zusammenstellung halt nicht so wirklich passen. Interessant, die ist natürlich auch schon ausverkauft, ist zum Beispiel die Box, wenn man Imperial Knight spielt. Da gab es nämlich einen von der Dominus-Klasse, den dicken Knight, und noch zwei Warglaives dabei. Da hat man dann für das Geld fast schon die Warglaives eigentlich ziemlich geschenkt gekriegt, sag ich mal. Das war eigentlich eine coole Box, da habe ich auch erst überlegt, aber ich bin sowas von pleite diesen Monat, ne? Dann kommen jetzt auch noch die Steuern und dies und das, wie das halt so ist. Und ja, also kurz entschlossen hätte man sein müssen. Die sind jetzt nämlich schon ausverkauft. Ich weiß nicht, ob die nochmal nachproduziert werden oder ob irgendeiner noch welche auf Halde liegen hat. Aber beim Händler meines Vertrauens, also dem Taschengelddieb, der hat auch super schnell wieder geschickt. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich war, da waren die leider schon ausverkauft. Ja, wir sehen, dass das hier irgendwie echt mächtige Dimensionen annimmt, das Spiel. So war das ja auch geplant, nicht wahr, für Apokalypse. Aber es soll halt trotzdem schnell gehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die ganze Sache dann im Endeffekt fluppt. Ja, Regelübersicht. Da haben wir nochmal so einen kleinen Referenzbogen. Das finde ich immer sehr, sehr geil, wenn man sowas, sonst muss man sich das selber zusammenschreiben, wenn man so schusselig ist wie ich oder tausendmal ein Buch blättern. Sehr, sehr cool. Ja, das ist das Regelwerk. Relativ kurz und kompakt. Finde ich gut. Werde ich auf alle Fälle mich näher rein vertiefen. Dann haben wir hier unseren ganzen Arsch voll Karten. Wir haben unsere Würfel und wir haben unsere Marker. So, dann brauchen wir nur noch einen Gegner und viele, 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 viele Püppchen. Und dann hätten wir eigentlich quasi schon die Geschichte, dass wir, und, die Datasheets natürlich. Und dann haben wir schon die Möglichkeit, Apokalypse zu spielen. Schon. Nicht wahr? Ja, das war im Groben und Ganzen eigentlich schon der Inhalt von der Box. Diese wunderschöne Box, die gibt es für 80 € meine ich, kostet die bei dem einen oder anderen Händler, wie zum Beispiel beim Taschengelddieb, natürlich auch mit Prozenten. Und schaut einfach mal euch um, ob wo ihr die findet und ob ihr die überhaupt haben wollt. Ich denke mal, als grober Einblick zum Reingucken, was da jetzt wirklich drin ist und wie die Wertigkeit ist. Also ich bin durchaus zufrieden. Klar, Hardcover-Buch wäre geiler als Softcover-Buch gewesen. Also ist aber immer individuelle Geschmackssache. Viele Leute sagen, hey, kein Bock, ein Hardcover-Buch mal mitzuschlüren. Ich finde es halt immer ein bisschen wertiger, aber pff, who cares? Ja, Marker sind dabei, Würfel sind dabei, Karten sind dabei, Regeln sind dabei, alles soweit schick. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen in die Box. Ihr könnt gerne mal unten drunter schreiben, was ihr von Apokalypse haltet, ob ihr es nur für Geldmacherei von 40k, also von 40k, genau, Geldmacherei von Games Workshop haltet, oder ob ihr meint, dass das was kann. Habt ihr euch das auch geholt oder wollt ihr euch das holen? Interessiert euch das nicht? Ja, wollt ihr das mit mehreren spielen? Habt ihr genug Püppchen, um das alleine zu spielen? Würde mich mal interessieren. Gut. Ich bin dann erstmal raus. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oder natürlich noch lieber ein Abo. Ihr wisst ja, wir sammeln fleißig auf die 1000. Die 800 haben wir schon geknackt. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Das freut mich immer sehr. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich gehe jetzt wieder in die Sonne, auch wenn der Spruch ein bisschen geklaut ist, aber draußen ist wirklich Sonne. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Apokalypse und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.